Ja, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen. Gut, dass Sie heute hier sind. Es lohnt sich immer dann doch noch live vor Ort zu sein. Ich sage das immer und ab und zu bewahrheitet es sich dann doch. Zu unserem Thema der Pfad der Freiheit. Wie gerade angekündigt, ein paar Minuten. Fragen und Antworten, die uns erreicht haben, vor allem zum Vortrag gestern Abend. Die erste Frage. Die 12 Sterne, die der Josef gesehen hat in seinem Traum, sind die 12 Brüder, aber warum sind Sonne und Mond Vater und Mutter? Rahel, seine Mutter, war doch schon lange tot. Sie konnte sich doch nicht mehr verbeugen. Das stimmt. Sie war schon tot, als Josef diese Träume hatte. Aber der Haushalt von Jakob war nicht ohne Mutter. Da gab es nämlich noch die Lea, die ebenfalls rechtmäßige Frau von Jakob war und in dem Sinne auch rechtmäßig als Mutter fungieren konnte. Alle seine Brüder waren ja rein biologisch, technisch auch nicht seine Brüder, sondern nur seine Halbbrüder. Und in diesem Sinne ist es also überhaupt gar kein Problem, davon auszugehen, dass in diesem Fall dann die Lea als Mutter gemeint ist. Zweite Frage. Josef ist ein Kind Gottes. Warum hat er sich dazu entschieden, die Brüder mit dem Becher anzulügen? Auch wenn es ja nur für eine kurze Weile war. Heiligt der Zweck die Mittel? Wie steht das Wort Gottes generell dazu in solchen Fällen? Interessante Frage. Zunächst müssen wir festhalten, dass er sie ja nicht wirklich angelogen hat. Er hat einfach seinen Becher dort in den einen Sack hineingetan und hat sich dann verstellt. Also eine direkte Lüge in dem Sinne würde ich ihm nicht unterstellen, sondern eher eine bewusste Verstellung seines Charakters für eine kurze Zeit, um zu testen, wie die Brüder sich geändert haben. Übrigens tut Gott das manchmal auch. Er stellt manchmal auch merkwürdige Fragen. Er sagt manchmal Dinge, die er sonst so gar nicht meinen würde, um zu testen, wie die Person reagiert. Wir werden im Laufe unserer Vortragsreihe noch mehrere Beispiele sehen, wo Gott Dinge sagt, wenn man sie alleine hört, denken würde, das kann Gott gar nicht sagen, das ist gegen seine Prinzipien. Aber er sagt manchmal Dinge, er tut manchmal Dinge für einen kurzen Zeitraum, um die Reaktion zu testen und dann klärt er alles auf. Und in dem Fall, glaube ich, hat Josef in diesem Prinzip gehandelt. Dann noch eine interessante Frage. Warum durfte Josef eine ausländische Frau heiraten? War das nicht eine Sünde, nachdem er ja vorher bei der Frau des Potiphera standhaft geblieben war? Interessant, nicht wahr? Er hat ja, nachdem er mit 30 Jahren zum Tjati von Kemet ernannt worden ist, ganz standesgemäß sozusagen die Priesterin, die Tochter des Priesters von On, der großen Stadt des Sonnengottes Ra, geheiratet. Und nun, halten wir erstmal zwei Dinge fest oder erstmal eine Sache. Menschen in der Bibel haben sehr viele Dinge getan und auch Glaubenshelden der Bibel haben Dinge getan, die nicht immer idealer Standard sind. Nicht deswegen, weil eine Person der Bibel etwas getan hat, können wir davon ausgehen, nur weil sie es getan hat, ist es immer die beste Option und das Richtigste, was man hätte tun können. Die Bibel ist deswegen ja auch so spannend, weil sie sehr realistisch die Menschen mit ihren Glaubenstaten, aber auch ihren Fehlern, ihren Schwächen zeichnet und skizziert. Denken wir an Abraham und mit all dem, was er so getan hat, was man jetzt nicht unbedingt von dem Glaubenshelden Abraham erwarten würde. Trotzdem muss man auch sagen, dass die Heirat einer Ungläubigen nicht dasselbe ist wie Ehebruch. Ehebruch ist eine Sünde, etwas, was gegen Gottes Willen ist, gegen sein Gesetz. Wir werden da heute auch noch mehr drüber sprechen. Die Heirat mit einem Ungläubigen entspricht nicht Gottes Ideal. Er wünscht sich, dass es Harmonie in der Ehe gibt und er rät dem Menschen, sich mit einem Menschen zu verheiraten, der ähnliche geistliche Werte teilt. Aber während Ehebruch sofort unterbrochen werden muss, sobald man sich zu Gott bekehrt, kann man ja eine Ehe mit einem Ungläubigen nicht einfach auflösen, weil man sich bekehrt hat. Und in dem Sinne gibt es einen klaren Unterschied zwischen Ehebruch als einer Sünde und der Heirat mit einer Ungläubigen als etwas, was weit unter dem Ideal ist und von dem man dann oftmals die Konsequenzen selbst auch zu tragen hat. Letzte Frage. Warum durfte der Jakob den götzendienerischen Pharao segnen?
Darf man Leute segnen, die gar nicht an Gott glauben? Segnet Gott Menschen, die ihn gar nicht kennen? Interessante Frage. Und hier gibt es einen Bibelvers, den ich kurz dazu erwähnen möchte, den wir dann in 2 Wochen vielleicht nochmal mehr in die Lupe nehmen werden, wenn wir dann geschichtlich auch dort angekommen sind. Und zwar hat Jesus einmal Folgendes Interessantes gesagt und ich glaube, das ist sehr gut hier anzuwenden. In Matthäus 5 und dort Vers 45 sagt er, damit ihr Söhne eures Vaters im Himmel seid, denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Es ist sehr in Ordnung. Es ist keine Sünde. Ja, es ist sogar geboten, auch Ungläubige zu segnen. Der Abraham wurde ja berufen, ein Segen zu sein. Und wohin hat Gott ihn gesandt? In das Land Kanaan. Da hat es von Verbrechern und Götzendienern nur so gewimmelt. Er sollte ein Segen sein für sie. Nun, wenn man jemanden segnet, bedeutet das nicht, dass bei dem automatisch alles glatt läuft. Wir haben am Beispiel von Jakob gesehen, dass der Segen Gottes sich erst im vollen Maße realisiert, wenn man auch mit Gott kooperiert. Aber die Segnung des Pharao bedeutet letztendlich, dass Jakob ihm das Beste gewünscht hat, dass er ihm gewünscht hat, dass Gott sein Leben führt und ihn zu sich zieht. Und das ist etwas sehr Gutes und ich glaube, wir können das von dem Jakob lernen. Also, sehr interessante Fragen. Ich freue mich, dass wir gemeinsam mitdenken und diese Geschichten durchdenken. Wenn also, wie gesagt, auch Sie eine Frage haben, hinten ist die Fragebox oder für alle, die jetzt die Aufnahme dann später mal sehen, auch wenn das jetzt nicht mehr live dann ist, können immer noch gerne später, auch Tage, Wochen, Monate, vielleicht sogar Jahre später, noch unter Fragen@Weltengeschichte und schreiben. Diese E-Mail-Adresse wird immer offen bleiben und nach bestem Wissen und Gewissen werden wir uns dann vielleicht auch noch melden. Was bisher geschah? Eine kurze Zusammenfassung. Ich denke, die meisten von uns haben schon etliche der Vorträge gesehen. Trotzdem ganz kurz, damit wir alle auf derselben Seite nochmal sind, um heute dann in das nächste Thema hineintauchen zu können. Wir haben angefangen mit der Idee, Gott ist Liebe. Er war es schon immer seit aller Ewigkeit. Er wird es immer sein. Es ist eine Gesetzmäßigkeit. Er schuf die Welten als Ausdruck seiner Liebe und seiner Kreativität. Doch jemand, das höchste geschaffene Wesen, Hillel, der zu Satan wurde, zweifelte seine Liebe, seinen liebevollen Charakter an, zweifelte diese Gesetzmäßigkeit an, das Gesetz Gottes, und startete eine Rebellion im Himmel. Gott schuf die Welt, unsere Welt, als ein Beispiel für das Universum, um zu zeigen, wie gut er ist. Und er schuf den Menschen als Repräsentanten, der in seinem Bild Gottes Regierung widerspiegeln sollte. Der Mensch wurde verführt durch Satan, der ihn dazu brachte, Gott zu misstrauen und sich der Rebellion anzuschließen. Doch Gott fand einen Weg, indem er einen uralten Plan zur Realisierung brachte und ankündigte, dass jemand für die Menschheit sterben würde, der Einzige, der ihnen das Leben wiedergeben könnte, er selbst, der das Leben ist. Als Zeichen dessen sollten sie immer wieder Opfer bringen, um zu sehen, was für ein großes, großes Opfer das Gott bereiten würde. Die Menschheit hatte sich mehr und mehr der Rebellion angeschlossen und 1600 Jahre hat Gott gewartet und gehofft, aber niemand bis auf 8 Leute haben auf ihn gehört. Und am 17.02.1656 ging die alte Welt unter in den Fluten der Sintflut. Die Menschheit hat sich aus diesen 8 Menschen neu geformt. Am Turmbau zu Babel zerstreuten sich die Menschen in alle Herrenländer, verschiedene Kulturen, Sprachen, Zivilisationen entstanden. Und Gott berief dann einige Jahrhunderte später einen Mann, nachdem diejenigen, die eigentlich auf den kommenden Erlöser hinweisen sollten, sich wieder den Götzen zugewandt hatten, um durch Abraham ein Zeugnis zu geben von seinem Wesen. Er sandte ihn nach Kanaan und ließ ihn dort jahrelang auf einen Sohn warten, den er schlussendlich bekam, als Zeugnis seines Glaubens, verbunden mit vielen Tests. Der heiratete dann Rebekka und zeugte mit ihr 2 Kinder, Esau und Jakob. Jakob bekam das Erbe, wurde der 3. im Bunde sozusagen nach Abraham und Isaak, nachdem er in einem nächtlichen Kampf mit Gott gerungen hatte. Sein Lieblingssohn Josef wurde von dessen Brüdern, insgesamt 12 Söhne hatte Jakob, verkauft, das haben wir gestern Abend gesehen, nach Kemet,
in das Land am Nil, Ägypten wird es heute genannt. Dort wurde er sogar ins Gefängnis geworfen, obwohl er nichts getan hatte, unschuldig war. Und wurde schließlich, weil er die Träume des Pharao deuten konnte, zum obersten Beamten des ägyptischen Staates, zum Tiati, erwählt und versöhnte sich schließlich sogar mit seinen Brüdern, die ihn verkauft hatten. Nachdem er sie geprüft und getestet hatte und sich herausgestellt hatte, dass sie sich 180 Grad gedreht hatten. Dort starb er und wartete auf den Moment, wo Gott irgendwann einmal das Volk Israel, die Söhne Israel, zurückführen würde in das verheißene Land. Ein neuer König kam, er wollte das Andenken dieses Retters der Welt, Josef, von dem Erdboden vertilgen. Er kündigte an, das inzwischen groß gewordene Volk Israel klein halten zu wollen. Die meisten Jungen zu der Zeit endeten im Nil. Nur einer von ihnen wurde gerettet, Mose, der am Königshof dann aufwuchs, um schließlich aufgrund eines Mordes das Land zu verlassen. Als Kronprinz war er jetzt zum Hirten geworden in der Wüste Midian und dort er, einer der größten Philosophen, Geschichtsschreiber und Intellektuellen aller Zeiten, wurde vom Heiligen Geist dort inspiriert, die ersten beiden heiligen Bücher zu schreiben. Das Buch Bereshit, in dem 2300 Jahre Weltgeschichte aus der Sicht Gottes beschrieben worden sind. Und das Buch Hiob, das Buch, in dem die Geschichte erzählt wurde von einem Mann, der ganz außerhalb der eigentlichen Heilslinie Gottes Enormes erlebte. Einen enormen Schock, einen enormen Verlust, der zum Spielball, wie es schien, wurde, zwischen dem Kampf zwischen Gut und Böse, der aber selbst in größter Not aushielt, im Glauben, selbst als er nichts mehr verstand, was Gott tat, immer noch daran festhielt, dass sein Erlöser lebt und Gott ihn am Ende reich segnen konnte. Da haben wir heute Morgen aufgehört. Und bevor wir jetzt in die 8. Episode gehen, lass uns gemeinsam mit einem Gebet starten. Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Tag und wir danken dir, dass wir jetzt über dich und dein Wirken nachdenken dürfen. Und wenn wir heute dich in deiner Schönheit, in deiner Macht, in deiner Herrlichkeit das besser kennenlernen, möchten wir dich bitten, dass wir verstehen, was du mit unserem Leben vorhast. Dass in den alten Geschichten der Söhne Israel, wir auch unsere Geschichte sehen. Und wir danken dir, dass du zu uns sprechen wirst durch deinen Heiligen Geist. Im Namen Jesu. Amen. Episode 8. Der Pfad der Freiheit. Über 200 Jahre, nachdem Jakob mit seinen ein paar Dutzend Familienangehörigen das Land Kemet, Ägypten, gekommen war, waren vergangen. Das Volk war stark angewachsen. Sie waren zu einem Millionenvolk geworden und mittlerweile aufgrund von Herrscherwechseln eine unterdrückte Rasse, die dort östlich des Nildeltas im Lande Goschen lebte. Der König, der zur Zeit lebte, als Mose am Thron auferzogen war und dort mitregiert hatte und der ihm nach dem Leben trachtete wegen des Mordes, starb nach langer Zeit. Und die Israeliten seufzten über ihre Knechtschaft und schrien und ihr Schreien über ihre Knechtschaft kam vor Gott. Es war schon ein Gespräch unter den Engeln im Himmel. Was wird jetzt aus den Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob? Und Gott erhörte ihre Wehklagen und gedachte seines Bundes mit Abraham, Isaac und Jakob. Und Gott sah auf die Israeliten und nahm sich ihrer an. Mose war mittlerweile 80 Jahre alt. Es war das Jahr 2513.
Seine Lebensperspektive war ziemlich klar. Er würde vielleicht noch einige Jahre dort in den Bergen Midians leben, sehen, wie seine Söhne so richtig groß werden und irgendwann dann einen friedlichen Tod sterben, inmitten seiner Lieben. Noch war er recht rüstig und immer wieder hat er weite Reisen unternommen mit seinen Herden, um gutes Grasland zu finden. Eines Tages verschlug es ihn sehr weit nach Süden, in die felsigen Bergwüsten, zu einem besonders kahlen Berg. Und er lagerte sich dort mit den Schafen und mit den Ziegen. Und in der Ferne sah er etwas, was er schon oft gesehen hatte, einen brennenden Dornbusch. Die Hitze dort hat immer wieder diese trockenen Büsche entzündet und er hat kaum Notiz davon genommen. Hat weiter nach den Schafen geschaut, hat geguckt, dass sie keine giftigen Kräuter zu sich nehmen. Niemand weiß genau, wie lange es gedauert hat, bis er realisiert hat, dass das ein ziemlich starker Busch sein muss. Es dauert ziemlich lange, bis der niedergebrannt ist. Naja, wird schon irgendwann geschehen. Vielleicht vergingen Stunden. Aber irgendwann fiel ihm auf, dass dieser Dornbusch nicht verbrannte. Er brannte und brannte und brannte und brannte. Ganz konstant brannte er. Und sah immer noch genauso aus wie am Anfang. Mose war 40 Jahre in der Wüste gewesen. Er kannte sich aus mit diesen kleinen Wüstenbüschen. Sowas hat er noch nicht gesehen. Vielleicht eine neue Art. Besonders feuerfestes Holz. Könnte man ja gut gebrauchen. Mal schauen, was das für ein Busch ist. Und so ging er in diese Nähe. Aber noch ehe er sich's versehen konnte, hörte er eine sehr deutliche, klare Stimme, die seinen Namen sagte, aber zweimal: Mose, Mose. Und plötzlich wurde ihm ganz anders. In seinem Buch, das er geschrieben hatte, hatte er zweimal eine Geschichte aufgeschrieben, die ihm der Geist gezeigt hatte, wo Menschen mit ihrem Namen doppelt genannt worden waren: Abraham, Abraham und Jakob, Jakob. Aber jetzt war er Teil der Geschichte. War es dieselbe Person, die ihn rief: Mose, Mose? Er hat im Hinterkopf, was seine Vorväter geantwortet hatten: Hier bin ich. Und er entschied sich, das ist wahrscheinlich die angemessene Antwort: Hier bin ich. Und die Stimme sagte: Tritt nicht näher heran, ziehe deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Mose war nicht schlecht erstaunt. Alles, was er sah, war Bergwüste. Steine, Geröll, Büsche. Keine großen Bäume, keine Terebinden, keine Tamarisken, keine Akazien. Heiliges Land? Dieser Busch war besonders. Und so zog er seine Schuhe aus und hörte weiter zu. Ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und jetzt konnte er nicht schnell genug seinen Kopf in den Sand werfen. Gott persönlich erschien ihm. Und während er dort im Sand kauerte, überlegt er, warum Gott in einem brennenden Dornbusch zu ihm sprach. Ein Dornbusch, der brannte und brannte und brannte und nicht aufhörte zu brennen. Manche von den Malakim im Himmel, die hatten schon eine Idee, was das bedeuten könnte. Ein Gott, der immer Liebe ist und nicht aufhört, Liebe zu sein. Warum sollte der sich nicht zeigen in einem Symbol, das Konstanz zeigt? Und Gott sprach zu ihm: Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten sehr wohl gesehen. Und ich habe ihr Geschrei gehört über die, welche sich antreiben. Ja, ich kenne ihre Schmerzen. Mose hatte lange darüber nachgedacht, wann Gott denn endlich etwas unternehmen wollte. Und Gott sagte ihm: Ich weiß ganz genau, wie es all den alten Hebräern geht und den Jungen,
den Frauen und den Männern, die geschlagen werden, den Kindern, die keine Perspektive haben dort in diesem Land. So geh nun hin, denn ich will dich zu dem Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israels, aus Ägypten führst. Selbst die Engel werden sich wahrscheinlich im Moment gewundert haben. Gott, wenn es dein Volk ist, warum holst du es nicht einfach selbst? Ich soll dein Volk aus Ägypten führen? Du meinst das Land, in dem ich mit Todesbefehl gesucht bin? Nach Kemet? Damit hatte ich doch abgeschlossen. 40 Jahre ist es her. Alles nur das nicht. Mose hatte zunächst eine etwas eloquentere Ausrede. Siehe, wenn ich zu den Kindern Israels komme und zu ihnen sage, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie mich fragen werden, was ist sein Name? Was soll ich ihnen sagen? Sie haben zwar noch irgend so eine einigermaßen halbklare Idee von einem Gott des Himmels, aber so ganz genau wissen sie auch gar nicht, wer das eigentlich ist. Die Antwort war so simpel, dass selbst der brillante Mose staunen musste. Ich bin, der ich bin. Ich bin immer derselbe. Ich bin immer derselbe. Das ist das Gesetz Gottes. Dieser Name hat etwas ganz Besonderes an sich. Die alten Hebräer schrieben ihn mit diesen vier Buchstaben. Von rechts nach links gelesen. In späterer Schrift sah das dann so aus. Und heute schreiben wir J-H-W-H. Was Gott da ausgesprochen hat und was dann die Hebräer sich meistens nie getraut haben nachzusprechen, weiß keiner so genau. Die Vermutung geht auf Jahwe, vielleicht auch Jahwo, wie auch immer. Es war der persönliche Name Gottes. So sollst du zu den Kindern Israels sagen, ich bin, der hat mich zu euch gesandt. Der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name ewiglich. Ja, das ist der Name, mit dem ihr an mich gedenken sollt von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten von Israel. Aber ich weiß, dass euch der König von Ägypten nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand, aber ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundertaten, die ich in seiner Mitte tun will. Danach wird er euch ziehen lassen. Mose war erstaunt. In seinem Buch hat er einiges geschrieben von dem, was Gott konnte. Aber jetzt, wo das plötzlich in seinem Leben wieder sich ereignen sollte, da war noch so eine kleine Skepsis in seinem Herzen. Würde Gott wirklich das mächtigste Reich der damaligen Welt dazu bringen, einen riesigen Haufen von Sklaven einfach gehen zu lassen? Gott sah sein Herz und wollte ihm zeigen, was Gott alles kann. Er fragte ihn, siehst du den Stab deiner Hand? Ja, den sehe ich. Wirf ihn mal hin. Okay? Wow. Da war sie. Eine giftige Schlange. Mose war schwer beeindruckt. Aber seine Beeindruckung wich purer Angst, als Gott zu mir sagte, und jetzt fass die Schlange an. Und zwar nicht an dem Kopf, sondern an dem Schwanz. Mose hatte schon viele Schlangen in der Wüste gesehen. Und er wusste, wenn man Selbstmord begehen möchte, dann fässt man eine Schlange am Schwanz an. Wahrscheinlich hat der Moment um sie herum getänzelt. Bleib schön, wo du bist. Und er hat sich nochmal gedacht, das kann ich ja nicht machen, das ist doch Selbstmord. Aber Gott hatte gesagt, fass sie am Schwanz an. Er griff sie und hatte den Stab in der Hand. Und für den Fall, Mose, dass du nicht überzeugt bist, nimm deine Hand und steck sie mal in deinen Gewandbausch. Hat sie gedacht, okay, hoffentlich wird keine Schlange draus. Steckte sie rein und sie kam weiß wie Schnee, voll Aussatz. Jetzt bekam er wirklich Panik. Zum Glück sagte Gott, steck sie schnell wieder rein. Es war alles gut. Gott war mächtig. Aber Mose war noch nicht überzeugt. Plötzlich fiel ihm ein, als er gerade so einen Gedanken überlegte, was würde er dem Pharao eigentlich sagen? Die ganzen ägyptischen Vokabeln, alle weg. 40 Jahre lang hat er kein Ägyptisch mehr gesprochen. Wie würde das aussehen, wenn er jetzt vor dem Pharao steht und stammelt? Ich kann nicht
sprechen. Gott antwortet ihm und sagte: Wer hat dem Menschen den Mund gemacht? Wer macht ihn stumm oder taub oder sehend oder blind? Bin ich es nicht, der Herr? Glaube mir, lieber Mose, ich spreche auch Ägyptisch. So geh nun hin, ich will mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Und jetzt hat sich Mose umzingelt gesehen, umzingelt von Argumenten, die zu gut waren, um sie abzuweisen. Umzingelt von dem Ruf Gottes und er wusste, er hatte keine Ausrede und deswegen blieb ihm nur noch gespielte Demut. Herr, ich bin nicht würdig, such doch jemanden, der würdig ist. Aber Gott wusste ganz genau, was echte Demut ist und was gespielte Demut ist. Er sagte: Geh. Ich werde deinen Bruder Aaron, den du seit 4 Jahrzehnten mindestens nicht mehr gesehen hast, zu dir senden. Ihr werdet gemeinsam gehen. Willst du gehen? Mose entschied sich, es zu tun. Er hatte keine Ahnung, worauf er sich ihn einließ. Er wusste nicht, was auf ihn zukommt, aber in dem Moment, als er sich entschied zu gehen, hatte er plötzlich das Gefühl, auf die Sache sehr gut vorbereitet zu sein. Plötzlich sah er, dass es die Weisheit Gottes gewesen sein muss, ihn aufwachsen zu lassen am Hof des Königs von Kemet. Und wahrscheinlich hatte Gott auch etwas sich dabei gedacht, dass er 40 Jahre lang Schafe gehütet hat. Aber das sollte er später erst richtig lernen. Gott sprach zu ihm: Geh nach Ägypten zurück, denn die Leute sind alle tot, die nach deinem Leben trachten. Mach dir keine Sorge um dein Leben. Und so ging er. Verabschiedete sich von seinem Schwiegervater, dem er nicht erzählte, was er vorhatte. Der hätte ihn wahrscheinlich für verrückt erklärt und irgendwo in ein Zelt gesperrt. Er nahm seine Frau Zippora und seine beiden Söhne mit sich und so zogen sie in die Wüste. Gott sprach zu ihm noch einmal: Wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Und du sollst zum Pharao sagen: So spricht der Herr, Israel ist mein erstgeborener Sohn. Ein erstgeborener Sohn? Erstgeborene hatten immer ein besonderes Anrecht. Aber Herr, wir sind nur ein Volk von Sklaven. Schau doch mal die anderen Nationen an. Und wir sind dein erstgeborener Sohn? Und er sollte weiter sagen: Darum sage ich dir, Pharao, lass meinen Sohn ziehen, damit er mir dient. Wenn du dich aber weigern wirst, ihn ziehen zu lassen, siehe, so werde ich deinen erstgeborenen Sohn umbringen. Gott, das soll ich dem Pharao sagen? Ich, der ich einen Ägypter umgebracht habe? Wow. Und so zogen sie gen Ägypten. Auf dem Weg gab es einen Zwischenfall der extremen Sorte. Mose hatte gehört, er hat in sein eigenes Buch geschrieben, dass Gott einen Bund gemacht hatte, einen Bund der Beschneidung. Er selbst war beschnitten, aber er hatte sich immer davor gescheut, seine Söhne beschneiden zu lassen. Irgendwie war ihm das ein bisschen komisch. Warum muss man Kinder beschneiden? Und er dachte sich, das ist vielleicht nicht so schlimm, wenn ich das nicht tue. Und all die 80 Jahre seit sein Sohn geboren war, hatte Gott auch nicht weiter davon gesprochen. Aber jetzt, wo er zum Botschafter Gottes ernannt worden war, kam es darauf an, dass er auch tat, was er in seinem Buch schrieb. Aber er wollte nicht. Und in der Herberge trat ihm einer der Malakim entgegen und machte ihm deutlich, dass er sterben muss. Und als Zippora die Situation erkannte, nahm sie schnell ein Messer, beschnitt den erstgeborenen Sohn Gershom. Und die Sache war noch einmal abgewendet. Mose hat die Lektion nie vergessen, dass im Auftrage Gottes es darauf ankommt, auch in den Kleinigkeiten treu zu sein. Dort am Horeb, wo er eine Zeit zuvor diesen Dornbusch gesehen hatte, traf er jetzt seinen Bruder Aaron. 3 Jahre älter war der
und war hinausgegangen. Gott war auch ihm erschienen und sie trafen sich dort und sie freuten sich. Sie tauschten sich aus. Wie geht es denn dir? Wie geht es dir? Wie geht es unserer Familie? Und Aaron bekam ein trauriges Gesicht, als er Mose erzählte, was alles los ist im Land Kemet. Kurz bevor sie die Landesgrenze erreichten, merkte Mose, wie seine Frau immer ängstlicher wurde. Sie war ganz zart beseitet. Sie konnte nicht viel Streit und Auseinandersetzungen, vielleicht Blut sehen. Und niemand wusste, was jetzt kommen würde. Und so entschied er sich, obwohl sie den ganzen Weg bis fast nach Ägypten mitgekommen war, es das Beste sei, sie einfach wieder zurückzuschicken, mitsamt der Söhne. Und dann traf er ein mit seinem Bruder dort in Goshen, im Osten des Landes Kemet. Er versammelte die Ältesten und die waren ganz begeistert, dass der Mose, von dem sie gehört hatten, dass er ja einer von ihnen gewesen war, der dort beinahe Pharao geworden wäre, dass der zurückgekommen sei. Und Mose erzählte ihnen, wie Gott ihm erschienen ist und dass Gott sie befreien würde. Und jetzt kannte der Jubel keine Grenzen. Man lobte Gott, man pries ihn. Und einige der Ältesten sagten, sie würden sich erinnern, wie sie mal vor einigen Jahren einen Traum gehabt haben. Ein anderer sprach, oh ja, vor Jahrzehnten, da hat mit mir ein Fremder gesprochen, den ich nie wieder gesehen habe und mir erzählt, dass dann und dann der Befreier kommen würde. Große Begeisterung. Und dann ging Mose mit Enthusiasmus, ein bisschen zittern, zum Pharao. Erzählte ihm, wer er sei, wo er komme und was das Anliegen sei, nämlich 2 Millionen Sklaven aus dem Staatsdienst zu befreien. Und was er der Pharao dazu zu sagen hätte. Der hat sich wahrscheinlich an dem Wein verschluckt, den er gerade trank. Und er fragte kühl, wer ist der Herr, dass ich auf seine Stimme hören sollte, um Israel ziehen zu lassen? Ich kenne den Herr nicht. Ich kenne Isis, ich kenne Atum, ich kenne Horus, Set, Amun, Ptah. Aber diesen Herrn, der sich in einem Dornbusch in der Wüste aufhält, den kenne ich nicht. Interessiert mich auch nicht. Heutzutage gibt es viele solche Stammesgötter irgendwo in der Wüste von irgendwelchen Nomaden. Ich werde Israel nicht ziehen lassen. Siehe, es sind schon zu viel Volk im Land und ihr wollt sie noch von ihren Lasten ausruhen lassen. Der Pharao hatte gehört, dass Mose in seiner begeisterten Ansprache von dem Gott der Väter gesprochen hatte und dass er sogar von den Gesetzen dieses Gottes gesprochen hatte, die ja Abraham und Jakob und Isaak gehalten hatten. Unter anderem auch von einem Ruhetag. Hier, der 7. Tag sollte heilig gehalten werden. Und als der Pharao hörte, dass dieser Mose jetzt anfing, da seinen Arbeitern zu erzählen, sie könnten jeden 7. Tag Pause machen, da wurde er richtig wütend. Und als Pharao hatte er genügend politisches Strategievermögen, zu wissen, wie man einer solchen potenziellen Rebellion gleich entgegengeht. Wehret den Anfängen. Ihr werdet weiter Lehmziegel bauen, nur dass das Stroh, das ihr dazu braucht, euch nicht mehr geliefert wird. Gleiche Abgabemenge, aber wenn ihr so viel Zeit habt, dass ihr zwischenzeitlich auch noch Sabbat feiern wollt, dann sammelt doch lieber ein bisschen mehr Stroh. Und jetzt waren die Hebräer verzweifelt. Denn schon bis dato waren sie an ihrem Limit arbeitsmäßig und eigentlich schon darüber. Aber das konnte man nicht schaffen. Und ihre Vorsteher wurden geschlagen und ausgepeitscht und die beschwerten sich beim Pharao, der schmiss sie einfach weg und sagte, geht doch zu Mose, der hat es euch eingebrockt. Die Hebräer waren wirklich miserabel. Und ihre Freunde, ihre Nachbarn sagten, hey, warum kommt ihr nicht einfach und nehmt unsere Religion an? Was habt ihr da mit diesem komischen Gott von Abraham und Isaak und Jakob? Der hat euch jetzt schon über 200 Jahre hier in der Tinte sitzen lassen. Und außerdem, wie sieht ihr überhaupt aus, euer Gott? Unsere Götter, die kann man sich vorstellen. Der eine sieht aus wie ein Falke, der nächste sieht aus wie ein Nilpferd. Unsere Götter sind aus dem Leben gegriffen. Wir haben einen Gott für alles. Wenn du krank bist, wenn du heiratest, wenn du dich freust. Euer Gott ist ganz komisch. Und schaut mal, wie es euch geht. Kommt doch zu uns. Lernt doch endlich die richtige Religion kennen. Die Religion des Ma'at. Bei uns ist alles im Stabil.
Bei uns ist alles im Gleichgewicht. Bei uns ist Recht und Ordnung. Mose war ziemlich verzweifelt. Herr, warum lässt du dein Volk so schlecht behandeln? Warum hast du mich hergesandt? Es ist überhaupt gar nichts von dem eingetreten, was du gesagt hast. Aber Gott hat einen sehr langen Atem. Er überblickte das ganze Jahr, das noch kommen sollte. Und er wusste, jetzt ist noch nicht die Zeit, sich aufzuregen. Nun sollst du sehen, was ich dem Pharao tun will. Denn durch eine starke Hand gezwungen wird er sie ziehen lassen und durch eine starke Hand gezwungen wird er sie aus seinem Land treiben. Ich bin Abraham, Isaac und Jakob erschienen als Gott der Allmächtige, als El Shaddai. Die haben nie gewusst, dass ich Jahwe heiße. Ich bin nicht nur derselbe Gott, ich habe mich euch mehr offenbart als euren verehrten Vorvätern. Und ich werde mich an euch noch viel herrlicher erweisen, als sie es je gesehen haben. Ich habe meinen Bund mit ihnen aufgerichtet, dass ich ihnen das Land Kanaan geben will, das Land ihrer Fremdlingschaft. Darum sage den Kindern Israels, ich bin der Herr. Und ich will euch aus den Lasten Ägyptens herausführen, ich will euch aus der Knechtschaft erretten und will euch erlösen durch einen ausgestreckten Arm und durch große Gerichte. Ich will euch als mein Volk annehmen und will euer Gott sein. Aber jetzt hatten die Israeliten keine Lust mehr auf leere Versprechungen. Sie hatten alle Mühe, irgendwo Stroh zu sammeln und Stroh zu holen. Und Mose mit seinen Predigten von einem verheißenen Land, Kanaan, von alten Vorvätern, das fiel bei ihnen nur auf Missmut. Sie hatten keine Lust mehr. Und jetzt war Mose verzweifelt. Gott, das Volk, das dir gehört, das ich rausbringen will, das will gar nicht. Was soll ich denn jetzt machen? Wenn schon dein Volk nicht auf mich hört, wie soll denn der Pharao jemals auf mich hören? Ich habe unbeschnittene Lippen. Siehe, ich habe dich dem Pharao zum Gott gesetzt. Und dein Bruder Aaron soll dein Prophet sein. Geh hinein, du kannst ruhig Hebräisch sprechen. Und Aaron wird fließend Ägyptisch übersetzen. Ganz ähnlich, wie ich Gott zu dir gesprochen habe, als du das Buch Bereschit geschrieben hast. Als ich dir Gedanken eingegeben habe und dann du mit deinen menschlichen Worten das so in Menschensprache gut übersetzt hast. So werden wir es jetzt auch handhaben. Gesagt, getan. Gemeinsam gingen sie hin und machten deutlich, dass sie sich so leicht nicht abwimmeln lassen würden. Und sie würden jetzt beweisen, dass tatsächlich ihr Gott etwas kann. Sie nahmen den Stab, warfen ihn auf die Erde und die Schlange war wieder da. Der Pharao war wirklich erstaunt. Und er drehte sich einmal kurz zu seinen Zauberern um und sagte, und? Wie sieht's bei euch aus? Warte, ein dunkles Ritual, ein bisschen mystische Beschwörungsformel, irgend so ein Unterweltgott. Und man warf die Stäbe hin und selbst Mose rieb sich die Augen. Das sah aus wie Schlangen. Konnten die das auch? Er war sich sicher, aus dem, was er wusste von Gott, dass nur Gott Leben geben kann. Es konnten keine Schlangen sein, aber sie sahen so aus. Und der Pharao, der war überzeugt. Schau mal hier, ist überhaupt nichts Besonderes, was dein Gott kann. Obwohl es dann doch schon interessant war, dass die Schlange des Stabes von Aaron die anderen vermeintlichen Schlangen auffraß. Aber der Pharao war noch nicht besonders beeindruckt. Und so entschied sich Mose, das nächste angekündigte Zeichen durchzuführen. Sie trafen sich am Nil. Der Lebensader von Kemet. Und Aaron hob seinen Stab über den Nil. Und der wurde vor den Augen des entsetzten Pharao buchstäblich zu Blut. Alle Fische starben. Und wenn abends die Ägypter sich vor ihrem kleinen Schrein niederknieten und zum Nilgott beteten, dann kam sich selbst ein bisschen dumm vor, dass der sich nicht um sein eigenes Gewässer kümmern kann. 7 Tage lang mussten sie neben dem Nil nach Grundwasser graben, um überleben zu können. Aber auf einer extra anberaumten Sitzung zeigten die Magier des Pharao, dass auch sie mit ihren Beschwörungsformeln Wasser in Blut verwandeln können. Nichts Besonderes. Nach 7 Tagen war die Sache immer noch ungelöst. So ließ Gott eine zweite Plage kommen und diesmal sandte er Frösche.
Das war besonders unangenehm, weil die Ägypter gerne zu den Fröschen beteten. Hier zum Beispiel sieht man die Nilgöttin Helket, die dort rechts so im Froschkopf abgebildet wurde. Und die Ägypter liebten Frösche, sie glaubten, die Frösche haben etwas Gutes. Sie sind für die Fruchtbarkeit da. Aber so viele Frösche waren dann doch zu viel. Und der Pharao sagte, okay, ihr habt mich überstimmt. Ich lasse euch ziehen, unter der Bedingung, dass die Frösche aufhören, dass die Frösche weggehen, oder? Ja. Alle Frösche starben. Sie verschwanden nicht einfach in der Luft, sondern sie verbreiteten einen enormen Gestank. Der Pharao vergaß, was er versprochen hatte. Auch diese Frösche hatten die Ägypter noch durch irgendwelche Beschwörungsformeln scheinbar nachmachen können. Und so sandte Gott Mose und Aaron ein drittes Mal. Und sie sollten Staub nehmen und in die Luft werfen, und aus diesem Staub entstanden Stechmücken. Ganz unangenehm. Und als der Pharao sagte, okay, noch so ein Wunder, okay, ihr Lieben, Wahrsager, Zauberer, jetzt seid ihr dran, ne? Einmal bitte Stechmücken auf Ägyptisch. Dann nahmen die den Staub und warfen ihn in die Luft und beschworen all die Unterweltgötter Kemet. Aber alles, was passierte, war, dass der Staub ihnen in den Gesicht fiel. Und jetzt realisierten sie, das ist der Finger Gottes. Mit unseren geheimen Künsten, mit unseren geheimen mystischen Religionsausübungen haben wir einiges imitieren können, aber das geht zu weit. Hier ist der echte Gott im Spiel. Der Pharao versprach, sie ziehen zu lassen. Wenn nur die Stechmücken weggehen würden. Mose bat, die Stechmücken gingen weg. Und dann überlegte sich der Pharao doch, will ich wirklich 2 Millionen Sklaven ziehen lassen wegen Stechmücken? Nee, was würden die Hethiter dann von mir denken? So brachte Gott eine vierte Plage. Hundsfliegen, obwohl das hebräische Wort eigentlich Ungeziefer aller Art meinen kann. Und der Pharao war jetzt so genervt von der Sache, dass er sich entschied, okay, manchmal muss man als Politiker politisch handeln. Warum nicht ein Kompromiss? Schaut her, ihr lieben Hebräer, ihr dürft euren Gott anbeten. Ich erlaube es euch, macht's einfach hier in Ägypten. Das ist gut, oder? Ihr habt euren Willen, euer Gott hat seinen Willen, er wird angebetet und wir können alle schön beieinander bleiben. Aber Mose wusste, warum das nicht gehen würde. Die Opfer, die Gott verlangt, beinhalteten Tiere, die die Ägypter anbeteten. Und er wusste nur ganz genau, was passieren würde, wenn die Ägypter sehen würden, wie auf ihren Straßen heilige Kälber geschlachtet worden wären. Das hätten die Hebräer nicht überlebt. Und das sagt er dem Pharao ganz klar hinaus. Das wäre ein Gräuel, das können wir nicht tun. Kompromissvorschlag unmöglich. Gott sandte eine fünfte Plage. Viehseuche. Und das Vieh Ägyptens starb dahin. Aber immer noch wollte sich der Pharao nicht bewegen lassen. Es war, als ob sein Herz immer fester und fester und fester und fester und fester wurde. Beim nächsten Mal brachten Mose und Aaron ein besonderes Geschenk mit, Ofenruß. Und den warfen sie in die Luft. Und der Pharao hatte wahrscheinlich schon Angst, dass jetzt wieder Stechmücken kommen würden, aber es kam noch schlimmer. Plötzlich hatten sie alle Geschwüre. Und es stellte sich heraus, auf Untersuchung, dass all diese letzten Plagen seit der vierten keinen Hebräer mehr betroffen hatten. In Goshen keine Viehseuche, in Goshen keine Hundsfliegen,
In Goschen keine Geschwüre. Und Mose sprach erneut: So spricht der Herr, der Gott der Hebräer, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Sonst will ich diesmal alle meine Plagen gegen dein Herz richten und gegen deine Knechte und gegen dein Volk, damit du erkennst, dass auf der ganzen Erde nicht meinesgleichen ist. Denn ich hätte meine Hand schon ausstrecken und dich und dein Volk mit der Pest schlagen können, dass du von der Erde vertilgt worden wärst. Gott sagt, wenn ich so wäre wie die Götter, die du anbetest, vom Charakter her, hätte ich dich einfach platt gemacht. Wie eine von den Stechfliegen, die ich dann wieder weggenommen habe. Aber ich gebe dir Chancen. Ich gebe dir Zeit. Warum hörst du nicht auf mich? Aber ich habe dich eben dazu bestehen lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. 2513 Jahre lang hatte Gott gewartet. Er hatte schon vor aller Ewigkeit in die Geschichte hineingeschaut, er, der alles wusste, und hatte gewartet auf den einen König von Kemet, der so widerspenstig sein würde, dass er auf nichts hören würde. Und an ihm würde er zeigen, wie Gott retten kann. Und nun lass dein Vieh und alles, was du auf dem Felde hast, in Sicherheit bringen. Gott offenbarte, dass er nicht einfach Zerstörung wollte, er wollte testen, er wollte ihm Chancen geben. Er sagte, schau, wenn du auf mich hörst, bei der nächsten Plage kannst du sehen, ob du mir vertrauen kannst oder nicht. Wenn du mir glaubst, wenn du dein Vieh in Sicherheit bringst, wird deinem Vieh nichts geschehen. Denn Hagel wird kommen und ihr Ägypter habt die Möglichkeit, euch zu schützen. Der Hagel kam, das Gewitter kam und alle die, die glaubten, Mose wüsste nicht, was er redet. Die erlebten die Wucht dieser außergewöhnlichen Hagelsteine. Geh zum Pharao, sagte Gott, denn ich habe sein Herz und das Herz seiner Knechte verstockt, damit ich diese meine Zeichen unter ihnen tue. Und Mose war schon ärgerlich. Immer und immer und immer wieder hatte der Pharao gesagt, okay, wenn du nur jetzt die Plage wegnimmst, dann lasse ich euch ziehen. Und Mose hatte es am Anfang immer geglaubt, hatte immer wieder gebetet, Herr, Herr, der Pharao bekehrt sich. Der Pharao lässt uns ziehen, um bitter enttäuscht zu werden. Und es war schon ein bisschen Missmut in seiner Stimme, als er fragte zu dem Pharao, wie lange willst du dich noch weigern, dich vor mir zu demütigen? Gott sagt zu dir, lass mein Volk ziehen, damit es mir dient. Und als ob das nicht genug wäre, fingen jetzt sogar die Berater Ägyptens an, den ins gleiche Horn zu blasen. Wie lange soll uns dieser zum Fallstrick werden? Lass ihn doch einfach ziehen. Merkst du nicht, König, dass Ägypten zugrunde geht? Wir, das Land der Ordnung, das Land des Gleichgewichts, alles geht den Bach herunter seit einigen Wochen. Sei doch nicht so stur. Und der König ließ sich überzeugen. Er sagte, okay, geht hin, dient dem Herrn, eurem Gott. Übrigens, wer soll denn eigentlich hingehen? Unsere Jungen, unsere Alten, unsere Söhne, unsere Töchter, Schafe, Rinder, alles, was wir haben. Wie bitte? Ihr könnt als Männer gehen. Religion ist wahrscheinlich sowieso nur Männersache. Ihr geht als Männer in die Wüste, opfert und dann kommt ihr wieder zurück und dann ist euer Gott zufrieden, dann ist die Sache beendet. Nein, Pharao, wir gehen alle. Da wurde er wütend. Ganz wütend. Gott hatte noch mehr auf Lager. Während die Magier schon längst versagt hatten, hatte Gott erst angefangen. Jetzt sandte er Heuschrecken. Nicht 2 oder 20 oder 200 oder 2000. Nein, das ganze Land war voll von Heuschrecken, die aus irgendeinem Grund mit eingebautem GPS wussten, dass sie nicht in Goshen landen sollten, sondern im westlichen Nildelta und in Oberägypten. Und alles kahl fraßen, was dort schon an Ernte angefangen hatte, reif zu werden. Und jetzt ging es an die Existenz. Frösche stinken. 7 Tage kein Nilwasser ist nicht gut. Hundsfliegen sind nervig. Wenn das Vieh stirbt, ist das ärgerlich, da wird man arm.
Aber wenn die Grundnahrungsmittel ausgelöscht werden, dann ist die Existenz der Nation bedroht. Und Mose und der Pharao sprach, ich habe mich versündigt an dem Herrn, eurem Gott, und an euch. Und Mose dachte wahrscheinlich, preist den Herrn. Schließlich hat er sich bekehrt. Und nun vergib mir meine Sünde nur noch dieses Mal und bete zum Herrn, eurem Gott, dass er nur diesen Tod von mir abwende. Bitte, noch einmal, glaubt mir. Und Mose glaubt ihm. Und betete, Herr, siehst du, Herr hat sich bekehrt. Er hat seine Sünde aufgegeben. Die Heuschrecken wurden von einem gewaltigen Wind wieder ins Meer zurückgetrieben und bildeten dort einen riesigen Haufen an toten Heuschrecken im Meer. Und Mose, voller Freude, dass er jetzt gehen könnte, ging zum Pharao und der wusste nicht, was er am Vortag geredet hatte. Wie, was gehen? Ihr? Ihr bleibt schon hier. Und dann ließ Gott es finster werden. Finster im Ganzen, aber nicht einfach finster wie bei einer Sonnenfinsternis. Das kannten die Ägypter. Sie hatten das immer ganz präzise aufgezeichnet, wann die Sonnenfinsternis und die Mondfinsternis waren. Sie waren Meister der Astronomie. Solch eine Finsternis gab es in keinem einzigen Bericht. Aber selbst wenn es den gegeben hätte, den Bericht, hätte man ihn nicht lesen können, weil die Finsternis so dicht war, dass man die eigene Hand vor Augen nicht gesehen hat. Tag und Nacht. Und so krabbelten sie auf dem Boden, hielten sich fest an ihren Götzenbildern, um in die nächste Kammer gehen zu können. Nimm deine Großen. Da gab es Licht. Und auch dem letzten Ägypter dämmerte es. So einen Gott haben wir nicht. Und Gott sprach zu Mose, ich will noch eine Plage über den Pharao und über Ägypten bringen. Danach wird er euch fortziehen lassen. Und wenn er euch ziehen lässt, so wird er euch sogar ganz und gar fortjagen. Fangt an. Geht im Glauben voran und fragt schon mal eure Nachbarn nach Gold und Silber. Was? Nach Gold und Silber? Naja, sagte Gott zu ihm, ihr habt über 200 Jahre in diesem Land gedient, ihr habt nichts dafür bekommen. Und dieses Land rühmt sich nach Ma'at, nach Gerechtigkeit regiert zu werden. Die Gerechtigkeit fordert, dass ihr ein bisschen entschädigt werdet für eure lange Arbeit. Also fangt an, sie werden es euch geben. Wahrscheinlich haben die Hebräer sich gar nicht getraut, an den Häusern der Nachbarn zu klopfen und zu sagen, übrigens, unser Gott hat uns gesagt, wir sollen eure goldenen und silbernen Gefäße mitnehmen. Würdet ihr sie uns bitte geben? Der Pharao war so wütend. Er wollte sie nicht ziehen lassen. Er hatte so oft es gesagt und so oft sein Versprechen gebrochen. Sein Herz war verstockt. Und jedes Mal, wenn Gott einen wieder die Hand ausgestreckt hatte, ihn wieder aufgefordert hatte, war sein Herz noch mehr verstockt worden und noch mehr verstockt worden und noch mehr verstockt worden. Und schließlich sagt er, geht hinweg von mir und hüte dich, Mose, dass du nicht mehr vor mein Angesicht kommst. An dem Tag, da du vor mein Angesicht kommst, sollst du sterben. Ich will dich nie wieder sehen. Mose sagt, okay, seid ihr gewiss, es kommt nur noch eine Plage, danach gehen wir sowieso. Gott sprach zu ihm und sagte, was jetzt geschehen wird, wird so außergewöhnlich sein, dass es für alle Zeiten ein Neuanfang sein wird. Und deswegen sollt ihr euren Kalender umstellen. Bis dato war der Kalender immer von Herbst zu Herbst gegangen. Aber jetzt sollte unter dem Eindruck der bevorstehenden Ereignisse der Jahreskalender umgestellt werden. Um ein halbes Jahr, im Frühjahr, sollte der Kalender beginnen. Der erste Monat der Ehren, der Ernte, der Abib sollte der erste Monat werden. Und Gott gab ihm ganz konkrete Anweisungen für die nächsten Tage. Etwas sollte geschehen, was sich für immer einbrennen sollte. Nicht nur in das kollektive Bewusstsein der Hebräer, sondern in das kollektive Bewusstsein aller Menschen, die an Gott glauben und sein Gesetz in Ehren halten. Und so befolgten sie die Anweisung, die Mose bekam, am 10. Tag des ersten Monats, des neuen ersten Monats, des Jahre 2513, nahmen sie Lämmer zu sich. Makellose Lämmer. Und 3 Tage lang lebten diese Lämmer bei ihnen in ihrem Haus. Und sie hatten richtig Freude mit diesen kleinen Lämmern, die da mit ihnen lebten. Diese süßen, kleinen, einjährigen, makellosen Lämmer.
ungefähr 3 Tage in ihrem Haus. Und am 14. Tag, am 4. Tag, nachdem sie es genommen hatten, sollten sie das Lamm töten. Und sie sollten das Blut auffangen und an ihre Türpfosten strichen. Was war das für ein Anblick im Lande Gosen, als plötzlich weit und breit überall die Männer an ihren Türpfosten Blut strichen? Und die wenigen Kananiter, die durchzogen, um Handel zu treiben, die fragten sich, was ist das für eine neue Architekturmode? Wer schmiert Blut an seine Türpfosten? Die Israeliten wussten selbst nicht genau, was das zu bedeuten hatte, aber einige von den Alten, die erinnerten sich an die Geschichten von Abraham und von Jakob und von Isaak, wie die damals immer geopfert hatten und von einem kommenden Erlöser, einem kommenden Befreier gesprochen hatte. War das vielleicht der Tag der Befreiung? War vielleicht Mose dieser Befreier? Mit dem Hyssop sollte das an die Türen gestrichen werden. Und dann wurde das Fleisch gebraten und sie aßen es am Abend dieses 14. Tages. Sie hatten sich bereits fertig gemacht zum Ausmarsch, so wie Moses ihnen gesagt hatte. Und weil die Zeit so drängte, mussten sie trockenes, nicht aufgegangenes Fladenbrot essen. Schmeckte nicht schlecht. Aber eine ganz besondere Stimmung lag in der Luft. Sie nannten diesen Tag Pessach. Das bedeutet so viel wie vorübergehen oder überspringen. Sie gingen zu Bett, nachdem sie das Lamm gegessen hatten und die bitteren Kräuter. Und dann wurde es Mitternacht. Und ein Malachim Gottes ging durch die Straßen von Theben. Und von On und von Abydos, von all den großen und kleinen Städten des Landes Kemet. Und er ging in jedes Haus. Und in jedem Haus identifizierte er mit göttlicher Sicherheit den Erstgeborenen. Und jeder Erstgeborene, vom Königshof bis in die untersten Gesellschaftsschichten, jeder Erstgeborene starb. Aber in jedem Haus, wo das Blut an den Türpfosten war, ging der Malachim vorbei. Er ging vorüber. Die meisten Hebräer merkten das nicht mal. Sie schliefen gerade in ihren süßen Träumen und träumten vermutlich gerade von Lammfleisch. Sie hatten nur eine vage Ahnung, wer da an ihren Türen vorbeiging und sie verschonte. Aber bald wurde erkannt, was geschehen war. Der Schrei erfüllte das ganze Land Ägypten. Und jetzt konnte man sie nicht mehr ertragen. Die Nachbarn brachten Golde und Silberne und wahrscheinlich noch bronzene Gefäße und sagte: Geht, ihr könnt alles haben, aber geht. Wir wollen euch hier nicht mehr haben. Das Land ist ruiniert. Die Maat ist völlig zerstört. Das Land liegt am Abgrund. Und es geschah, als die 430 Jahre verflossen waren, seit dem Tag, als Abraham in Schechem in Kanaan aufschlug. Ja, es geschah an eben diesem Tag, da zog das ganze Heer des Herrn aus dem Land Ägypten. 7 Tage lang aßen sie nur ungesäuerte Brote und Gott sagte ihnen: Das sollt ihr jedes Jahr feiern als ein Gedenken. Es ist wie ein Zeichen in deiner Hand, ein Erinnerungszeichen vor deinen Augen. Denkt daran, was ich getan habe. Und sie sammelten sich am Rande des Landes Kemet. Und sie zogen hinaus 2 Millionen Israeliten, ohne einen einzigen Schuss von einem Pfeil abgeschossen zu haben, ohne einen einzigen Schlag mit einer Faust getan zu haben, ohne auch nur einen Ägypter verletzt zu haben. Sie zogen einfach frei hinaus, und zwar nicht aus irgendeinem Land, sondern aus dem mächtigsten, militärisch stärksten Land, das es auf der Welt gab. Sie zogen einfach hinaus. Sie waren plötzlich frei. Und dort an dem Lagerplatz, wo sie alle kamen aus den verschiedenen Gegenden Goschens, da war so eine riesige, gewaltige Wolke, die sich bewegte und ihnen den Weg wies, Tag und Nacht.
Des Nachts wurde sie zu einer Feuersäule und Mose erklärte ihnen, dass in dieser Säule ihr Gott sie führte. Michael, der Zweite, der Sohn Gottes, war dort. In schneller Flucht verließen sie das Land, während die Ägypter massenweise Tote in Massengräber scharen mussten, um eine Epidemie zu verhindern. Und Gott offenbarte ihnen, dass sie den Weg ändern müssten und dass sie bald in eine große Krise kommen würden. Die Krise ließ nicht lange auf sich warten. Der Pharao saß vor den Trümmern seiner Politik. Das Land war in den Abgrund geschlittert. Und er hatte alles verloren, am meisten sein Ansehen vor sich selbst. Aber er war der König, er war der Aufrechterhalter der Maat. Und eins hatte er noch, er hatte sein Militär. Seine Berater erklärten ihm, dass wenn man nur lang genug überlegen könnte, könnte man all diese Plagen eigentlich auch ganz logisch erklären. Das würde eins auf andere folgen, das waren wahrscheinlich alles Naturkatastrophen. Wir waren einfach zu abergläubisch. Der Satan, der zitterte davor, dass Gott ein ganzes Volk von 2 Millionen kleinen Abrahams und Jakobs und Isaaks dort in die Gegend, in die Welt hinaus sandte, der wusste noch einen Rat. Die militärische Kraft des größten Reiches. Und so zogen sie aus. Die gefürchtete Armee Kemets mit ihren Streitwagen, mit den trainierten, abgerichteten Geparden, die darauf trainiert waren, auf ihre Feinde losgelassen zu werden. Die Israeliten waren mittlerweile scheinbar völlig vom Weg abgekommen. Hatte die Wolkensäule sich vorher nicht informiert, wo es lang geht? Plötzlich waren sie in eine Sackgasse gekommen, sie hatten es schon kommen sehen, da mitten durch die Berge hindurch und dann standen sie plötzlich am Meer. Links Berge, rechts Berge, vor ihnen das Meer. Klarer Fall, muss man umdrehen. Sie drehten um und sahen in der Ferne, an dem Staub aufgewühlt, die kommenden Ägypter. Fürchtet euch nicht. Steht fest und seht die Rettung des Herrn, die euch heute bereiten wird, waren die Worte von Mose. Denn die Ägypter waren, die Israeliten waren völlig verzweifelt. Was sollen wir tun? Diese Ägypter, die ihr heute seht, die werdet ihr nicht wiedersehen in Ewigkeit. Der Herr wird vor euch kämpfen und ihr sollt still sein. Die Ersten haben schon gesagt, lasst uns lieber zurückgehen. Lasst uns sagen, wir haben es ja nicht so gemeint. Lasst uns die goldenen Gefäße wieder zurückgeben. Wir nur nicht von den Geparden fressen lassen. Nur nicht überrollen lassen von den Streitwagen mit diesen Äxten an den Seiten. Die Armee kam immer näher. Und plötzlich, als es so aussah, als würden sie beinahe angegriffen werden, erhob sich die Wolkensäule als Feuersäule gegenüber das gesamte Lager und ging auf der anderen Seite wieder hinunter. Die ganze Nacht blieb diese Feuersäule zwischen dem ägyptischen Heer, die sich immer fragten, ja, wo sind sie denn jetzt? Die sich nicht einmal Gedanken machten, warum plötzlich eine Feuersäule vor ihnen stand. Und im Heer der Israeliten. Sie konnten nicht zurück, sie konnten nicht über den Berg, sie konnten nicht über den Berg. Der einzige Weg, den es gab, war vorwärts, aber da war das Rote Meer. Kalt waren die Wellen, die an das Ufer brandeten. Aber Mose sprach zu dem Volk und sie entschieden sich, das Undenkbare zu wagen. Wenn Gott sagt vorwärts, würden sie vorwärts gehen, notfalls durch das Rote Meer hindurch. Schwimmen konnten die meisten nicht. Und was dann geschah, hat sich für immer eingebrannt in ihr Gedächtnis. Als Mose den Stab erhebt, da kommt ein Wind und treibt das Meer vor sich her. Und öffnet das Meer. Und öffnet einen Weg, der schon da war, den nur niemand sehen konnte, weil das Meer davor drüber gewesen ist. Einen Weg, den Gott sehr wohl kannte, aber den noch kein Mensch je gesehen hatte. Dein Weg führte durch das Meer und dein Pfad durch gewaltige Fluten und deine Fußstapfen waren nicht zu erkennen. Du führtest dein Volk wie eine Herde durch die Hand von Mose und Aaron. Es war nicht mal schlammig, es war trocken. Keiner blieb im Schlamm stecken und sagte,
schweres Gelände hier. Sie gingen trockenen Fußes hindurch. 2 Millionen Israeliten. Es hat eine ganze Zeit gedauert. Und als die Nacht vorüber war, der Morgen aufging, die Israeliten auf der anderen Seite sicher angekommen waren, da stand das Wasser noch immer. Und dort stand auf der anderen Seite die Armee Kemets. Die werden nicht schlecht gestaunt haben. Sie hatten bisher noch nie geteiltes Wasser gesehen. Aber was sie mehr interessierte, waren, dass ihre Israeliten, die ihnen dienstschuldig waren, wie sie meinten, dort auf der anderen Seite sind. Und warum schwimmen, wenn plötzlich ein Weg gebeint ist, nicht wahr? Und so trieben sie ihre Pferde, die ein bisschen mehr Grips hatten und wahrscheinlich ein bisschen gescheut haben am Anfang, sie trieben ihre Pferde mit den Streitwagen mitten in das trockene Flussbett. Jetzt bekamen die Israeliten wieder weiche Knie. Weil es ist ja schön, wenn wir einen freien Weg haben, aber wenn die Feinde auch den freien Weg haben, dann müssen wir besser schnell rennen, oder? All die Streitwagen Ägyptens, das mächtigste Mittel, was der Satan auf dieser Welt aufbringen konnte, warf er in den Ring. Wahrscheinlich hat Gott nur müde gelächelt. Es dauerte keinen Augenblick. Der Befehl war gegeben, die Malakim, die das Wasser zurückgehalten hatten, pium, ließen es wieder zurück. Und plötzlich war die gesamte Armee Ägyptens zusammengebrochen, tot. Die Israeliten standen mit offenen Mündern am Ufer. Und Mose fing an, ein Lied zu singen, das älteste Lied, das überliefert ist, der Weltgeschichte. Ich will dem Herrn singen, denn hoch erhaben ist der Ross und Reiter, hat er ins Meer gestürzt. Der Herr ist ein Kriegsmann, Herr ist sein Name. Die Streitwagen des Pharao und seine Heeresmacht warf er ins Meer, seine auserlesenen Wagenkämpfer sind im Schilfmeer versunken. Die Tiefe hat sie bedeckt, sie sanken auf den Grund wie ein Stein. Das taten sie tatsächlich. Du leitest in deiner Gnade das Volk, das du erlöst hast. Durch deine Kraft bringst du sie zu der Wohnung deines Heiligtums. Wenn das die Völker hören, so erzittern sie. Furcht ergreift die Bewohner des Philisterlandes. Es erschrecken die Fürsten Edoms, zittern befällt die gewaltigen Moabs. Alle Einwohner Kanans werden verzagt. Das wird sich rumsprechen, wenn Kemet seine gesamte Armee im Roten Meer verliert und keiner weiß genau, warum die überhaupt da reingeritten sind. Schrecken und Furcht überfällt sie wegen deines mächtigen Armes, sodass sie erstarren wie Steine, bis dein Volk hindurchzieht, o Herr, bis dein Volk hindurchzieht, das du erworben hast. Du wirst sie hineinbringen und sie einpflanzen auf den Berg deines Erbteils, an dem Ort, den du, Herr, zu deiner Wohnung gemacht hast, zu dem Heiligtum, o Herr, das deine Hände bereitet haben. Der Herr herrscht als König für immer und ewig. Und jetzt war die Freude riesengroß, die Schwester von Mose, die Miriam schnappte sich ein Tamburin und fing an, den Takt zu schlagen und die Frauen folgten ihr und sie sangen dieses Lied immer und immer wieder. Und so zogen sie mit Begeisterung Richtung gelobtes Land. Ein Tag verging, 2 Tage vergingen. Sie hatten sich es ein bisschen komfortabler vorgestellt. Irgendwie fehlten die Brunnen. Und Mose sah mit Schrecken, welchen Weg diese Wolkensäule führte. Sie führte in eine Gegend, die er nur allzu gut kannte. Er kannte die Gegend. Er wusste, dass dort, an diesem Ort, das Wasser, das es dort gab, bitter war. Und als die Israeliten schrien, Wasser, endlich Wasser, da sank ihm das Herz buchstäblich ins Gewand. Es war bitter. Sie schrien und beschwerten sich. Was ist denn jetzt los? Aber Mose bekam von Gott einen Auftrag, ein Holz zu nehmen, es in das Wasser zu werfen und es wurde tatsächlich süß. Dort gab er ihnen diese große Verheißung. Wenn du seine Gebote zu Ohren fasst und alle seine Satzungen hältst, so will ich keine der Krankheiten auf dich legen, die ich auf Ägypten gelegt habe, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Sie kamen nach Elim, wo Palmbäume waren und dann kamen sie 1 Monat, nachdem sie losgezogen waren, in die Wüste von Sinn. Und da fehlte es wieder an dem Nötigsten. Sie merkten, dass das Essen, das sie mitgenommen hatten, langsam zu Ende ging und weit und breit waren keine Kornfelder zu sehen, wo man vielleicht etwas Neues ernten konnte. Sie hatten zwar noch nicht wirklich Hunger, aber sie waren
weitblickig genug, dass sie bald Hunger kriegen würden. Und sie beschwerten sich und sagten, warum hast du uns eigentlich in die Wüste geführt, damit wir sterben? Die Engel wunderten sich schon ein bisschen, dass diese Menschen es einfach nie begreifen, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Gott sandte am Abend Wachteln. So viele Wachteln, dass sie sich so richtig kugelrund essen konnten. Und als am nächsten Morgen sie aufwachten und in die aufgehende Sonne schauten, da sahen sie etwas ganz Seltsames dort glitzern im Wüstensand. Und sie fragten ein bisschen irritiert, Manhu, was ist das? Man hat es dann gleich so genannt, Manhu, was ist das? Es stellte sich heraus, dass es sich dabei um das Nahrungsmittel handelt, dass die Malakim die Boten Gottes im Himmel essen. Gott hat es einfach regnen lassen. Und die Engel freuten sich mit denen, die wussten, wie gut es ihnen tut. Und sagten, hey Mensch, jetzt können auch die Menschen mal davon profitieren. Von diesem Manna. Und Gott hatte sich etwas Besonderes ausgedacht, um ihnen beizubringen, seine Gesetze und seine Regeln und seine Ordnungen, würde er 6 Tage die Woche es regnen lassen, dieses Manna, und am 6. Tag eine doppelte Portion, damit sie am 7. Tag, seinem Ruhetag, gar nicht erst sich auf den Weg machen müssten, um zu suchen. So sagte Gott ihnen am 6. Tag, esst das heute, denn heute ist der Sabbat des Herrn, ihr werdet es heute nicht auf dem Feld finden, esst das, was ihr gestern extra gesammelt habt. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist der Sabbat, da wird keines zu finden sein. Aber einige hatten irgendwie doch eine bessere Idee und dachten, naja, vielleicht ist was übrig geblieben irgendwo. Gucken wir mal, vielleicht können wir ein bisschen noch auf Vorrat sammeln. Und Gott antwortete, wie lange weigert ihr euch, meine Gebote und meine Anweisungen zu halten? Es war offensichtlich sehr schwer für das Volk, sich daran zu gewöhnen, dass Gott tatsächlich meint, was er sagt. Sie kamen an einen anderen Ort in der Wüste und dort mangelte es mal wieder an Wasser. Und diesmal wurden sie richtig aufsässig. Warum hast du uns aus Ägypten raufgeführt, um uns und unsere Kinder und unser Vieh vor Durst sterben zu lassen? Und sie gingen so weit zu fragen, mit der Wolkensäule vor Augen, ist der Herr in unserer Mitte oder nicht? Mose hat sich wahrscheinlich gefragt, er glaubte, ich habe das Wasser geteilt. Die Vergesslichkeitsrate der Israeliten war erschreckend. Unglaublich. Und Mose sagte, was soll ich mit diesem Volk tun? Gott, das hast du mir nicht gesagt. Das Kleingedruckte habe ich nicht gelesen. Was soll ich mit diesem Volk tun? Es fehlt nicht viel, sie werden mich noch steinigen, die töten mich. Nur weil ich sie befreie aus der Knechtschaft. Durch deinen Auftrag. Gott blieb wie immer ganz ruhig und sagte, schau mal, siehst du den Felsen dort? Geh dorthin, stell dich auf den Felsen, nimm den Stab, denselben Stab, mit dem du all die Plagen über Ägypten ausgestreckt hast, mit dem du das Wasser geteilt hast, nimm diesen Stab und schlag auf den Felsen. Was wird denn dann passieren? Wird der Stab zerbrechen? Wird eine Schlange draus werden? Was wird passieren? Tu es. Und aus dem geschlagenen Felsen brach Wasser hervor. Er spaltete Felsen der Wüste und tränkte sie mit großen Fluten. Die Israeliten fanden dieses Bild unglaublich einprägsam, obwohl sie es nicht ganz verstanden, warum ein gespaltener Felsen Wasser gibt. Sie tranken und tranken und tranken und freuten sich. Er ließ Bäche aus dem Felsen hervorspringen und Wasser herabfließen in Strömen. Und während sie noch tranken und sich erfrischten und versprachen, dass sie nie wieder rebellieren werden, jetzt wo sie wüssten, dass Gott Wasser und Fleisch und sogar Manna regnen lässt, da hörte man Schreie ganz von hinten vom Lager. Sie waren angegriffen worden. Die Amalekiter, einer der furchterregendsten Stämme der Wüste, hatte gehört, dass ein unbewaffnetes Volk von Sklaven sich auf dem Weg gemacht hat. Vielleicht hatten sie auch gehört, dass die Ägypter ihre Armee verloren haben und vielleicht waren sie auf dem Weg nach Ägypten, um sie anzugreifen. Gelegenheit war gerade günstig. Aber auf dem Weg, wie auch immer, hatten sie die Nachhut der Israeliten gesehen und alles angegriffen, was in ihre Fittiche kam. Mose sandte seinen Bediensteten, Joshua, der Herr ist Retter. Und er sollte eine Armee zusammenstellen, um die Amalekiter zu bekämpfen.
Am nächsten Tag kam es zur Schlacht und Mose stellte sich auf den Berg, um für Israel zu beten. Und die Schlacht dauerte länger als gedacht. Hin und her ging es. Und er betete und betete mit aufgehobenen Armen, aber ab und zu, er war ja schon über 80. Ja, 80. Sanken seine Arme. Und er sah mit Erschrecken, immer wenn er seine Arme sinken ließ, dass die Amalekiter vorwärts drangen. Und dann nahm er seine Kraft zusammen und brachte die Arme nach oben. Und dann siegten die Israeliten und immer hin und her. Als das einige der Ältesten sahen, merkten sie, dass man nicht alleine beten kann für den Sieg des Volkes. Und sie stellten sich neben Mose und stützten seine Arme, der stundenlang mit Krämpfen für sein Volk betete. Und schließlich gewann Israel. Und Gott gebot ihm, schreibe das zum Gedenken in ein Buch und träge es den Ohren Josefs ein. Ich will das Andenken Amaleks ganz und gar austilgen aus dem Himmel. Und dann besuchte sie der Schwiegervater Jethro dort in der Wüste. Er brachte Zipora und die ganze Familie von Mose mit und fragte, was denn jetzt passiert wäre. Und als er hörte, dass Mose das ganze Volk aus Ägypten geführt hatte, war er ziemlich erstaunt und sagte, nun weiß ich, dass der Herr größer ist als alle Götter, denn in der Sache, worin sie in Vermessenheit gehandelten, ist er über sie gekommen. Er blieb eine Zeit da und beobachtete Mose. Und es war wahrscheinlich die Zipora, die merkte, dass ihr Mann wenig Zeit für sie hatte. Das fiel jetzt ziemlich schnell auf. Denn er war Tag und Nacht nur beschäftigt, immer irgendwelche klagenden, murrenden Israeliten zu besänftigen. Und von denen hatte es einige in dem Volk. Und sie merkte also, wenn das so weitergeht, dann können wir uns ja auch gleich scheiden lassen, weil er hat ja nie Zeit für mich. Und sie vertraute sich dem Jethro an und sagte, schau mal, so kann das nicht, der überarbeitet sich, mein Mann. Kannst du vielleicht was mit ihm reden, auf mich hört er nicht. Jethro schaute sich die Sache an und sagte, weißt du, Mose, wenn du weiter so machst, wirst du kaputt gehen und das Volk. Du musst Verantwortung delegieren. Und auf seinen Rat hin wurde das Volk organisiert. Führer über 10, über 50, über 100, über 1000. Ein hierarchisches System, damit nicht alle Probleme immer nur von einer Person gelöst worden sind. Und dann im dritten Monat des Jahres 2013 kamen sie an den Ort, wo Mose ihnen noch erzählte, schaut mal hier an diesem Busch, der hat gebrannt. Da ist Gott mir erschienen, in Horeb. Das Volk war ganz erstaunt, was sie jetzt hier tun würden. Die Szenerie war gewaltig. All diese großen, kahlen Berge. Majestätisch. Und Mose stieg auf den Berg, denn dort hatte Gott ihn hingerufen. Und Gott sprach zu ihm, ihr habt gesehen, was ich an den Ägyptern getan habe, wie ich euch auf Adlersflügeln getragen und euch zu mir gebracht habe. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denkt daran, mir gehört die ganze Erde, mir gehört Aschur, mir gehört Babylon, mir gehören sogar die Ägypter, mir gehören sie alle. Aber ihr sollt mein besonderes Eigentum sein, nämlich ein Königreich von Priestern. Ihr sollt meine Regierung widerspiegeln. Ihr sollt in dieser Welt, die immer nur dem Satan nachfolgt, zeigen, wie ich wirklich bin. Ihr sollt mein Gesetz der Liebe der Welt offenbaren. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Er ging nach unten. Erzählte ihnen, was Gott ihm gesagt hat. Und die Israeliten sagten, klingt super, gute Idee, machen wir. Mose ging nochmal auf den Berg, weil Gott ihm vorbereiten wollte auf etwas, was weder Mose noch das Volk erwartete. Und selbst die Engel im Himmel hatten keine genaue Ahnung, was Gott jetzt wirklich vorhatte. Dort in dieser Wüste wollte er etwas tun, was er nie zuvor getan hatte. Und er gab sehr genaue Anweisungen und sehr ernste Anweisungen, sodass Mose schon merkte, okay, jetzt passiert etwas, das hat die Welt noch nicht gesehen. Die Israeliten sollten sich 3 Tage lang intensiv, äußerlich und innerlich vorbereiten. Das taten sie. Und dann kam der Tag. Sie wachten früh am Morgen auf. Es war wie Schofarhörner, die das ganze Gebirge drangen und gellten. Ein Unwetter zog sich zusammen. Und als sie zitternd aus ihren Zelten krochen, sahen sie, wie dort am Berg Horeb eine gewaltige Rauchwolke sich zusammenzog. Immer lauter wurde der Schall. Man konnte kaum sein eigenes Wort verstehen.
Der Berg erzitterte. Der Boden, unter dem sie standen, bebte. Selbst Mose bekam weiche Knie. Was würde Gott tun? Und Mose führte das Volk aus dem Lager Gott entgegen. Und sie stellten sich unten am Berg auf, mit offenen Mündern. Bisschen geduckt, in Wegrennhaltung. Was würde Gott tun? Und Feuer offenbarte sich vom Himmel und brannte bis auf den Berg hinab. Da tratet ihr zu und standet unten am Berg, aber der Berg brannte im Feuer bis ins Innerste des Himmels hinein. Und dort vom Innersten des Himmels, unter den erstaunten Augen nicht nur des Volkes, sondern aller Malakim und aller ungefallenen Welten, stiegen Gott Vater und Gott Sohn gemeinsam im Feuer hinab auf diesen kahlen Berg mitten in der Wüste von Sinai. Und dort standen sie, umgeben vom Feuer, umgeben von den Wolken. Und dann war ein Moment Stille. Und das Volk wartete und die Engel warteten und die ungefallenen Welten warteten. Und dann erklärte Gott höchstpersönlich zum allerersten Mal, wer er wirklich war, seine Gesetzmäßigkeit. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft herausgeführt habe. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was in den Wassern unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifersüchtiger Gott, der die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied derer, die mich hassen, die aber Gnade erweist an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn, des Gottes, nicht missbrauchen, denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke an den Sabbattag und heilige ihn. Aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der innerhalb deiner Tore lebt. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist. Und er ruht am siebten Tag. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, damit du lange lebst in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst kein falsches Zeugnis reden gegen deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren das Haus deines Nächsten. Du sollst nicht begehren die Frau deines Nächsten, noch seinen Knecht, noch seine Magd, noch seinen Rind, noch seinen Esel, noch irgendetwas, das dein Nächster hat. Und die Engel im Himmel wussten, genau so ist Gott. Das sind die Prinzipien, nach denen er schon immer regiert hat. Und als ob er sein Innerstes auf die Erde geworfen hatte, mitten in die Geröllwüste von Sinai, zu einem Volk von etwas flegelhaften Sklaven, offenbarte er, wer er war und wie er ist. Aber das Volk hörte mehr auf das Donnern der Blitze als auf die Worte Gottes. Und sie fürchteten sich. Und sie sprachen, rede du mit uns, Mose. Wir wollen hören, aber Gott soll nicht mit uns reden. Wir haben uns ja, also wir hatten schon so eine Idee, wie Gott ist, aber also wir dachten, Gott ist auch so einer wie die anderen, halt ein bisschen mächtiger, ein stärkerer Gott, so wie die anderen Götter. Einer, der halt mehr kann, aber so gewaltig. Mose versuchte sie zu ermutigen, fürchtet euch nicht, denn Gott ist gekommen, um euch zu prüfen, damit die Furcht vor ihm vor euch vor Augen sei, damit ihr nicht sündigt. Er möchte, dass ihr lebt, wie er lebt.
Und so stieg Mose zu Gott, weil Gott gesagt hat, okay, die verstehen mich noch gar nicht richtig. Komm du zu mir. Ich werde dir erklären, was ich ihnen zu sagen habe. Und sie werden es dann nach und nach verstehen. Ich sende meinen Engel vor dir her, damit er dich behüte auf dem Weg und dich an den Ort bringe, an den ich bereitet habe. Hüte dich vor ihm und gehorche seiner Stimme und sei nicht widerspenstig gegen ihn, denn er wird eure Übertretung nicht ertragen, denn mein Name ist in ihm, Jahwe, sein Name ist in diesem Engel. Es wird der Zweite sein, der Sohn Gottes, der vor euch hergeht. Als Mose all diese Dinge und noch viele andere Dinge dem Volk sagte, sprachen die, alle Worte, die der Herr geredet hat, wollen wir tun. Mose schrieb sie auf in ein Buch. Und dann, am nächsten Tag, schloss er einen feierlichen Bund, einen Vertrag. Und er opferte, und das Buch, das er geschrieben hat, und das Volk, das in den Bund eingegangen war, sie alle wurden mit Blut besprengt. Blut auf dem Buch und Blut auf den Kleidern. Seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat, aufgrund aller dieser Worte. Und dann ging Mose mit ein paar wenigen Auserwählten auf den Berg Horeb. Und sie sahen den Gott Israels. Sie sahen Michael in seiner Herrlichkeit. Unter seinen Füßen war es wie ein Gebilde von Saphirplatten und so klar wie der Himmel selbst. Und sie schauten Gott und aßen und tranken. Das wollen wir jetzt auch tun. Und nach der Pause werden wir sehen, ob Gott sie wirklich in das Land hineinführen konnte.